Ja, hallo Leute, weiter geht's beim Table. Mit dem Trinken, nein, Quatsch. Wir machen weiter bei Rayman und ich weiß jetzt auch endlich, wie es geht. Nachdem einige nette User mir drunter geschrieben haben, wie es geht, habe ich es auch herausgefunden, indem ich mal ein anderes Let's Play geguckt habe. Ja, wir werfen die Kiste einfach hoch, bleiben stehen und schießen dann diese komischen Dinger ab. Zack, das war's schon, Leute, so einfach. Und er sagt es uns vorne auch noch, dass wir doch die Kiste hochwerfen können. Naja, Table-Logik, Table-Doofheit, was auch immer, wie ihr wollt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie es geht und können dann gut durchstarten und dem Rayman. Moment, Leute, so, mal gucken. Whoop, oh, 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 oh. Wow, und dem Rayman helfen hier diese Dinger. Hopp, komm schon. Oh, zack. Und nur noch ein Fl. Jetzt hat's geleckt, Leute. What was this? Können wir ihm jetzt helfen, da seine Pflaster oder was? Auch irgendwie lustig, dass die mit so komischen Pflastern gepflastert sind. Haha. Ne, geflickt sind diese Maschinen. Oder was das überhaupt sein soll. Was mir aber mal aufgefallen ist, irgendwie ist meine ROM lustig, weil eigentlich sollten die Lumps, die der wirft, glaube ich, gelb sein. Und bei mir sind sie irgendwie dunkelblau. Wieso nicht? Öfter mal was Neues. Und zack! Jetzt haben wir alle drei weggemacht. Ich habe noch was zu essen hier liegen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Oh Gott. Ah, stimmt. Wir haben die Gute hier befreit. Oh, jetzt war ich am Mikro. Lee, bist du okay? Oh, Rayman, ich fürchtete, Globox schafft es nicht. Er gab mir die Silberlums, aber wir wurden getrennt. Ich muss ihn finden und die Piraten loswerden. Aber dazu brauche ich all meine Kräfte. Ich bin zu schwach, um dir mal deine Kräfte zurückzugeben. Die Piraten sprengten das Herz der Welt in 1000 Lumps. Die Energie kann nur schwer gefunden werden. Aber vielleicht gibt es eine andere Lösung. Hast du schon mal was von Polokus gehört? Nee. Nein. Er ist der Geist der Welt. Er hat gewaltige Kräfte. Er könnte dir was helfen, die Piraten zu besiegen. Leider soll er sich schon vor Jahren zurückgezogen haben. Aber eine Legende besagt, wie er wieder zu uns kommen kann. Du musst die vier Masken finden. Die vier Masken? Diese Masken sind magisch und sehr mächtig. Sie sind an mysteriösen und geheimen Orten versteckt. Finde sie, Rayman. Es ist die einzige Hoffnung. Ich gebe dir alle Energie, die ich gesammelt habe. So, her damit. Wir nehmen auch Energie zu uns, indem wir ein Brötchen beißen. Nein, ich glaube, das sollte eigentlich gelb sein. Juhu! Viel Glück, Rayman. Nun kannst du die violetten Lumps holen. Aha. Wir haben neue Kräfte bekommen. Violette Lumps. Gucken wir uns mal um. Da oben. Wir können uns da jetzt langhangeln, glaube ich. Um uns langhangeln zu können, müssen wir aber erstmal wieder hoch. Das wäre zumindest sinnvoll. Deswegen robben wir uns mit Rayman oder hangeln wir uns hoch und wollen gucken, was als nächstes auf uns wartet. Schießt ihr auf die violetten Lumps, um sie zu greifen. Loslassen mit A. Wow, Leute, das ist doch mal ein geiler Move. Jetzt können wir uns hin und her hangeln. Habe ich da oben nicht was gesehen? Doch. Hä? Ich blöd? Leute, ach so, das ist der Lump von diesem Ring da, ja. So. Hopp. Hopp. Und zack. Jetzt sind wir hier. Mit den vier Masken, das sind vier Endgegner, meine ich. Wie es weitergeht, weiß ich aber. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Sachen sind, Leute. Es ist so ewig her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Da war ich ja vor 6, 7 Jahren bestimmt. Oh mein Gott. Das ist ein Lump. Wieso kriegen wir den nicht? Ah, jetzt haben wir einen gehabt. Okay. Und zack, einen da oben nicht bekommen. Egal. Anscheinend müssen wir noch weiter runter.
Hier auch wieder ein Lumm. Ah, ein Gegner. Wow. Komm, hau ab. Wow. Allerletzte Sekunde, Leute. Einen Käfig erhalten. Energie haben wir nicht mehr allzu viel. Aber egal. So. Und ganz runter. Hopp. Ich bin gespannt. Oh Mann, Leute, ich muss euch sagen, Rayman ist ein richtig geiles Spiel eigentlich. Also, das ist... Ich habe für die, hier für ein GBA, für ein Gameboy Advance, meine ich, gab es auch Teile. Auf jeden Fall habe ich für irgendein Gameboy-System auch Rayman gespielt. Die waren richtig schwer, die Rayman-Dinger. Also zumindest, wenn man alles finden wollte. Das hier habe ich als kleines Kind gespielt, dann nochmal auf der N64. Also erst habe ich es am PC gezockt, dann auf der N64. Siehst du diese Luftströmung, Rayman? Aktiviere darin deinen Helikopter und flieg. Und ja, Navi für Arme. Dann habe ich das auf N64 das letzte Mal gezockt. Und ja, man kann wirklich nur mal wieder sagen, es ist ein absolut geiles Spiel. Also anders kann man das echt nicht sagen. Und macht mir immer wieder Spaß. Die Rayman-Dinger für die Wii da mit den Hasen, da muss ich sagen, habe ich auch die ganzen Teile mehr oder weniger gespielt. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass mir das erste da wirklich am besten gefallen hat und ich die anderen nicht mehr so reizend finde oder fand. Da war das erste wirklich erstklassig, aber das, was danach kam, naja, hätte man irgendwie besser machen können. Aber dafür ist dieses Rayman hier einfach klasse. So. Komm, ich will den Lumm haben. Ah, Rayman! Nein! So. Gott sei Dank. Wo geht's weiter hoch? Oh, wir sind ganz oben. Nee. Hier geht's weiter. Und... Hopp. Wieder Lumm. Yo. So, wo geht's weiter? Uah! Okay. Hier. Auch wieder ein Lumm. Ja, mal unten, glaube ich, vergessen. Da gab's bestimmt auch welche. Die habe ich gar nicht mitgenommen. Mist, Mist, Mist. Oh. Ein Käfig? Uah! Und... Ab rein da. Perfekt, Leute. Geile Sache. So. Hier einmal den Käfig. Und zerbrich die Käfige. Ihre Energie macht dich widerstandsfähiger. Und hier so ein kleiner König. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber die sehen total lustig aus. So, der geht jetzt dahin, wird uns wahrscheinlich irgendwas öffnen. Was sagt er uns? Geil. Ah, machen wir so einen Tanz. Geile Sache, Leute. Geile Sache. Rayman for best. So, jetzt haben wir das erste Level, müssten wir nämlich geschafft haben jetzt. Haben hier, guess what, weiter mit Knopf A. 3 von 7 Käfigen, 21 von 50 Lumps. Also richtig schlecht beim Sammeln, aber wir wollen nicht alles sammeln. Dafür kenne ich das Spiel zu schlecht. So, und jetzt sind wir hier nämlich. Es geht immer so in diesen Welten da. 1000 Lumps, gibt insgesamt 80 Käfige. Und wir wollen jetzt da reinspringen. Zack. Und sind in einem Sumpf, wo Piranha-Gefahr ist. Deswegen sollten wir möglichst nicht in dem Sumpf landen. Oh, jetzt muss ich aber gerade mal selber gucken. Geht's denn hier lang? Mein Tipp ist hier lang. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wollen wir mal gucken, wo uns das hinführt. Ein Käfig? Nee, was ist das denn? Wie kann ich dir nur danken? Ah, wir haben Nessie befreit. Geil. Nicht der Rede wert, Sam. Was, Sam? Ah, das tut so wesig aus. Was sensationell. Sag, weißt du, wo ich die 4 Masken von Polokus finde? Sorry, Rayman, ich weiß nicht, wovon du redest.
Aber ich sah, wie Globox von zwei Piraten gefangen wurde. Sie haben ihn irgendwo hinter die Sümpfe gebracht. Wenn du willst, helfe ich dir auf die andere Seite. Greife nach meinem Halstuch, indem du darauf schießt. Drücke dann zum Springen A und zum Beschleunigen Z. Komm, los jetzt. Ja, mach mal ja. Lass uns schießen. Frage ist nur, wo ist mein Z-Knopf? Ich hab... okay. Ich habe keinen Z-Knopf. Das ist das Lustige an dem Spiel. Ich habe keinen Z-Knopf, Leute. Aber springen können wir. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Nein! Da ist ein Käfig. Hier auch. Nimm den mit. Nimm doch mit. Hilfe! Boah. Wow, 8. Er fährt jetzt so lange da rum, bis wir die alle haben. Okay. Und Nummer 9. Sehr schön, weiter geht's. Wow, geschafft, Leute. Mein Gott, ey. Wuhu. Für jemanden, der das Spiel nicht kennt. Rayman war generell immer schwer. Oh, es geht auch noch weiter. Ich hab mal ein Safe gemacht gerade. Ja. Wo habe ich den Safe gemacht? An der wohl ungünstigsten Stelle. Ach so, wir kommen da wieder raus. Okay, dann brauchen wir auch gar kein Safe. Nehmen die Rampe mit. Ach, da oben wären Lums gewesen. Shit. Ja. Why not? Okay. Boah, Leute, das ist nicht einfach. Das ist verdammt nochmal nicht einfach. Und wir müssen gleich auch den Cut machen. Ah, Gott. Okay, nochmal neu. Ist ja wie Donkey Kong hier. Nee, Leute. Wow, jetzt haben wir irgend so einen grünen Lumm mitgenommen. Frag mich nicht, was das jetzt war. Warum? Toll! Wir haben gleich keine Energie mehr, aber ich habe ja den Safe gemacht. Verstehe das Spiel nicht. Wow. Wuhu. Okay. Ja. Nein. Tu die Piranhas weg. Boah, Leute, ich muss mich konzentrieren. Puh, Rayman? Bis dann. Komm mal wieder vorbei, wenn du kannst. Ja, bestimmt, Nessie. Ich verspreche es dir. Ja, Nessie für Arme hier, unser Shadow Nessie. Du wirst mir fehlen. Ja, du mir auch. Wir kennen uns doch gar nicht. Du mir auch. Keine Zeit zu verlieren, ja. Okay, hier machen wir den ersten Cut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.